Ich so. Toll. Hoffentlich kommt jetzt nicht alles auf einmal auf uns zugerannt. Also es kommt schon ziemlich viel. Ich mach mal was auf den großen Schröter da. Der sollte nämlich am schnellsten weg. Du kannst ja mal Sternstaub werfen, Guado. Aber ja, die kriegen wir schnell erledigt. Gott sei Dank. Die Riesenhirschkäfer dürften nicht so die Probleme machen, wie jetzt zum Beispiel der große Schröter. Die sind eigentlich eher schwächer. Ja. Viel schlimmer wäre es jetzt gewesen, wenn jetzt auch noch der Braunbär und der Marder angerannt gekommen wären. Und auf jeden Fall scheinen mein Fulminictus gar nichts gegen die Hirschkäfer auszurichten. Da scheint Muskelkraft besser gegen zu sein, aber wenigstens gegen den Schröter. Wird gemacht. Hat's was gebracht. Eola. Ah, ja. Aber sicher. Dass die Elfen die aggressiveren Tiere so nah an ihrem Baum überhaupt dulden. Okay, jetzt kommt der erste große, wirklich große Kampf gegen den Braunbären da. Ja? Weiche! Na? Bei Angriff! Ja. Den versuchen wir dann gleich mal. Also, mein Kugelblitz hat bei ihm gerade mal 10 Schaden gemacht. Das macht beim Fulminictus 12. Also, beim Fulminictus macht definitiv etwas mehr Schaden sogar und kostet mich weniger AE. Okay. Komm schon. Das ist ein Stinkmarder. Also eine Art Stinktier. Na? Das war jetzt, glaube ich, falsch. Ich glaube, ich habe aus Versehen Clarum Purum auf Vorgrim gesprochen und nicht mein. Ja. Okay. Mal kurz ins Inventory gehen und Quano die Seife geben. Ja. Dass er den Stinkegestank los wird. Okay. Ja. Das war vorauszusehen. Wir müssen dringend Seife kaufen. Vielleicht so 10 Stück. Gut. Weil wenn wir nochmal so Stinkemadern oder anderen Sachen begegnen, dann ist es besser, wenn wir Seife haben, um gegen sowas gewappnet zu sein. So. Fyris war schon die ganze Zeit Level 5, aber Vorgrim hat sein Level Up jetzt gemacht. Das heißt, ich kann mal bei ihm ein paar Steigerungspunkte reingeben. So. Ja. Quano dürfte noch Maximum sein, der. Ja? Der hinkt leider ein bisschen her mit den Erfahrungspunkten, merke ich gerade. So 200. Ja. Feiris hat da die meisten. Aber gut. Ich denke mal, wir haben jetzt so die Einbären. Wir haben jetzt das Gebiet um den Baum soweit gesäubert. Jetzt können wir ja mal in den Baum reingucken, beziehungsweise hoch auf den Baum, würde ich sagen. Ja, genau. Da oben laufen Elfen rum. Habe ich wirklich das Gebiet? Ja.
Da lang scheint es weiter zu gehen, beziehungsweise ja, da oben geht's weiter. Habe ich doch richtig gesehen. Hier gibt's hier ist zwar ein Weg eingezeichnet, aber das ist der Weg dann da oben. Also müssen wir jetzt wirklich den Baum hoch, um weiterzukommen. Bin mal gespannt, wie uns die Elfen empfangen werden. Mit gezücktem Bogen oder etwas freundlicher, weil wir haben ja bereits, hatten ja bereits Kontakt mit den Elfen eigentlich. Okay, wir sollten direkt zu... Okay, da hat eine Albträume von Untoten und irgendwas scheint hier auch vor sich zu gehen. Aber machen wir, bevor wir mit ihr hier sprechen. Sie war ja diejenige, der wir schon am Anfang begegnet sind, als wir hier angekommen sind. So sieht sie jedenfalls aus. Und das Fragezeichen sagt auch, dass sie es ist. wird sie uns ja mehr sagen können. Sanyasala, du sprachst mit den gierigen Menschen? In der Tat, das haben wir und sie scheinen verhandlungsbereit zu sein. Und wenn sie es doch nicht sind, darf Volgrim sie doch noch verprügeln. Ja. Gut. Womit fangen wir an? Eigentlich sollte ich hier erstmal antworten. Und das sollte ich, mache ich auch am besten. Also ihr Captain hat mich als Vermittler akzeptiert. In einer Verhandlung kann ich für euch sprechen. Du willst für uns sprechen, obschon unser Wesen dir so fremd ist. Lass Linven Eulenflug dich etwas über unsere Sippe lehren, damit wir erkennen, ob du uns wirklich vertreten kannst. Und natürlich hat das Ganze wieder einen Haken. Typisch Elfen. Ich werde mit Linven sprechen. Aber zuerst will ich mit dir... Sanyasala, du sprachst mit den gierigen Menschen? Zuerst habe ich noch ein paar Fragen an dich. Und zwar würde mich mal interessieren, woher ihr wusstet, dass die Piraten kommen. Wer dem Flüstern des Windes lauscht und sich von ihm tragen lässt, der sieht weiter als das Auge. Also auf gut Deutsch, die Piraten haben so viel Krach gemacht, dass die Elfen es 5 Kilometer weit hören konnten. Ja, ein paar elfische Rätsel, Sprichwörter, bin ich schon in der Lage zu übersetzen, auch wenn ich ein Zwerg bin. Ich werde mich nur von meinen Füßen tragen lassen zu den Piraten. Nein, den Sarkasmus sollten wir uns verkneifen. Du sagtest, dass ich die Piraten erwartet habe. Kennt ihr auch ihre Absichten? Nicht der Wind allein war es, der ihr Schiff an diese Ufer trieb. Ich habe Gier gesehen und Angst. Es bringt sie dazu, uns nur mit der Sprache ihrer Waffen zu begegnen. Ja, der Einzige, der wirklich Angst hatte, schien ihr Captain zu sein. Alle anderen wollen euch nur ausplündern. Die Sprache der Waffen. Ja, mit Verhandlungen ist es nie leicht. Naja, wenn ich ihnen begegne, werde ich sie zur Rede stellen. Okay, viel mehr sagt sie uns auch nicht. Also ich sehe diese Linven, ich sehe andere Leute hier, ich sehe auch Handwerksdinger. Der hier sieht aus wie ein Handwerker, aber bevor wir hier jetzt mit den Leuten sprechen, sollte ich erstmal mit dieser Linven hier sprechen. Die haben alle auch so komische Namen. Ich bin Linven Eulenflug und heiße dich ungewöhnlichen Gast hier willkommen. Gern tausche ich mein Wissen mit einem Sohn des Zwergenvolkes aus. Okay, Korrektur, es ist ein Er, keine Sie. Auch wenn Linven irgendwie weiblich klingt. Ja, ich habe nichts gesagt. Okay, also er tauscht gerne das auf sein Wissen mit einem Sohn des Zwergenvolkes. Naja, wir sind eigentlich Geode, also haben wir schon ein bisschen mehr Ahnung von der Natur. Muss das jetzt sein? Also ganz ehrlich, gibt's keine Auswahlmöglichkeiten. Das ist nämlich jetzt ganz Geoten untypisch. Aber vielleicht eher typischer für uns als ehemaligen Soldaten. Was könntest du bartlose Bohne als Zwerg lehren? Du fällst doch schon um, wenn ich dich nur anpuste. Ja, sehr diplomatisch. Wenn du den Mundgeruch eindämmst, kleiner Bartmurmler,
könnte ich dir davon erzählen, wie unsere Urahnen in Saliet gemeinsam gegen die Orken stritten. Okay, also er hat schon mal gleich einen Konter gegeben und uns wegen unseres Mundgeruchs beleidigt. Ja, wir sind ein Geode. Was kümmert uns Mundwasser? Ja, gut. Aber jetzt will er uns von alten Geschichten erzählen, wo Zwerge und Elfen zusammen gegen Orks kämpften. Erstmal sollten wir ihn fragen, was für Wissen er uns eigentlich bieten kann. Ich kann dir von Geschichten singen, deren Klang dich berauschen wird. Willst du eine Waffe führen, mit der du eins bist, kann ich dir helfen, sie zu formen. Ah, schon wieder Rätsel. Bevor wir ihn jetzt auf Isaliel ansprechen, schleimen wir mal ein bisschen. Ich lerne immer gern dazu. Eine erfreuliche Haltung. Möchtest du deine Fähigkeiten schulen, meine Materialien betrachten oder etwas über das elfische Wesen lernen? Lehre, ich will meine Talente ausbauen. Was kann er mir denn beibringen? Nein. Falkenauge, Meisterschuss, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was war Reskindere? Oh ja, kann das Feiris erlernen? Ja, das kann sie erlernen. Dann sollte Feiris vielleicht mal den Reskindere lernen. Der tut nämlich Versteinerung und Schlafen beenden. Für Notfälle ist der gut zu gebrauchen. Geld haben wir ja genug. Autsch. Das war jetzt etwas laut auf meinen Ohren. Acceleratus. PA Basis plus 2, AW plus TP plus 2. Das ist allerdings auch nicht schlecht. Das wird auch noch erlernt. So. Jetzt haben wir nur noch 18 Dukaten, aber das dürfte reichen. Ich müsste mal gucken, wie viel brauche ich eigentlich, um meine Gewandtheit um eins höher zu bringen. Ich sollte nämlich wirklich eins hören, dass ich wenigstens mal das eine ausweichen lerne. Ich kann nämlich von den Defensivfähigkeiten eigentlich gar nichts. Dafür brauche ich Gewandtheit. Und dafür brauche ich Konstitution 12. Also die habe ich auf jeden Fall. Also das kann ich auf jeden Fall ausweichen. Nicht so wirklich. Und Rüstungsgewöhnung erst recht nicht, weil meine Körperkraft ist zu gering. Wirkt sich Körperkraft eigentlich auf auch auf die Armbrust aus, frage ich mich gerade. Das kann man ja leider nicht einsehen. Also bei Waffen geht es nicht, man kann nur bei solchen Sachen wie Selbstbeherrschung und so sehen, von welchen Attributen das abhängt. Ja, aber sei es drum. Reden wir nochmal an. Dich. Bleib doch eine Weile und lausche. Ja, wir können ihn jetzt mal fragen, ob er Zutaten verkauft und Anleitungen. Gern gebe ich dir alles, was du benötigst. Deine metallenen Münzen nehme ich dankend an. Zeige mir doch mal, was du... Bolzen. Kaufen wir gleich mal 300 Stück.